Finalisten und Gewinner der Silbermedaille für den BCO Zwil, Philipp-Peter Farharasi. Aber ich habe es easy genommen und glaube, darum ist es auch besser rausgekommen wie früher. Aber es war definitiv ein super Tag in der Karriere. Also wir haben ein bisschen verhalten angefangen. Das ganze Turnier ist nicht so am Anfang, die ersten zwei, drei Sätze. Und nachher, das erste Mal, habe ich mich heute Morgen wirklich einfach gut gefühlt. Ich denke, heute liegt etwas drin im Halbfinale gegen den Shane und Tenzin. Ich bin zweimal ins Halbfinale zu kommen. Aber dann, als ich gemerkt habe, es läuft gut, hätte ich eigentlich doch gerne Gold gehabt. Das war jetzt halt nicht so gut. Im Doppel war es sehr schwierig. Ja, ich denke schon, national ist sicher der grösste Erfolg. Weil der letzte war dritte im Mixed, der auch sehr glücklich war. Aber eigentlich national ist es schon der grösste Erfolg.